noch nie in dieser Etage des Museums war. Standesgemäßes Fahrzeug, grüß dich. Hi. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht. Ja, wenn dann sowas. Sehr schön. Ja, toll. Gehen wir rein, oder? So, einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen von der Presse, auf Sie zukommen oder heute Morgen auf Sie zukommen. Wir haben mehrere Stargäste, der eine spricht nicht, das ist der F1. Dass das Auto heute hier hinkommen wird, ne? habe ich natürlich nicht lange überlegt. Und dann als 14-Jähriger, wenn mir damals jemand gesagt hätte, Entdeckungsphase, ja? Und das ist total spannend, das ist eine große Erinnerung und das ist... Warte, wirklich. Und dann aber vorne, weil darüber. Jetzt. Der mich auf diesen Film angesprochen hat. Oh, der Kleine und wie niedlich und wie toll. Das war eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass es den intensiven Situationen rauskommt dann. Normalerweise bin ich ja immer der Das war meine Leidenschaft des Autos. Die Autos werden die Welt verändern. Ja, und darüber nachgedacht. Das Gefühl kam hoch. Das wäre für mich jetzt perfekt. Auf dem Hier und natürlich, es gibt große Glück gehabt. Dein Team ist beeindruckend. Da gibt es dann nochmal richtige. Zu dem jungen Mädel, die jedes Mal einen Kuchen gebacken hat, finde ich. Das war doch ein ganz Das ist schon, ja, auf Selfie. Das ist Selfie-Modus, dann machen wir einen Rekord heute. Halt das in Ruhe mal kurz klären mit der Regie. Anna, können wir werben? So, in der letzten Reihe rechnen die schon nach. Also wenn die for Germany trip or work. So, alles Gute. So. Ja. Wir haben noch mal überlegen, ich habe natürlich so 1000 Sachen aufgeschrieben. Ein paar Sachen habe ich im Kopf, zu überlegen, wie lang ist Spa, wie lang ist Monte Carlo, wer näher dran ist. Also noch mal, 1535 Führer. Sensationell. Und gefahren sind dann alle Gäste, mussten natürlich mit dem Mercedes kommen, oder? Das war ja...
1. Ja, ich bin ein Riesenfan von der Motorrennsportgeschichte, bin auch ein Fan von klassischen Autos und so. Und da ist natürlich Mercedes also unglaublich legendär. Die Silberpfeile, die stehen, die Kurve geht dann auch hinten ein bisschen weiter. Da stehen dann so die ersten Silberpfeile. Also Fangios Auto, Caracciolas Auto und so. Und auch als ich jetzt 14 Jahre alt war, da war ich schon im Juniorprogramm hier bei Mercedes-Benz, ja, und Mercedes-Benz McLaren. Und da war ich ja auch unterwegs in Stuttgart und hab mir dann diese Autos immer angeschaut, ja, wie die da eingereiht waren. Und als letztes kam dann Mika Häkkinen ins Auto, 1998. Auch ein Kindheitshero von mir, als er so gegen Michael gefahren ist. Und und jetzt, dass mein Auto hier den Platz bekommt in dieser legendären Kurve hier, direkt vor Mikas Auto auch, es ist sehr emotional für mich. Das ist echt, also bringt nochmal die ganzen Erinnerungen auch nochmal hoch und so. Ja, 2010 stand ich hier und das war so die Geburt die Wiedergeburt von Mercedes in der Formel 1. Und da war ich ein Teil davon, von Tag 1 halt. Schwierige Jahre auch. Also teilweise hätte ich jetzt definitiv nicht gedacht, dass es noch zum Weltmeistertitel reicht mit Mercedes dann, weil das waren echt harte Jahre. Und dann kam auf einmal der Aufwärtstrend bis hin zum besten Auto. Wir hatten dann jahrelang das beste Auto und dann hat es geklappt. Also das macht es auch umso schöner. Ja? Der Weg war sehr, sehr steinig. Und dann mit dem Erfolg am Ende, mit dem Highlight, das ist genial. Ich würde dann Fangios Auto von 1955 nehmen. Das ist so das legendärste Formel-1-Auto, würde ich mal sagen. Und das ist echt schön. Es gibt so viele Jahre, die schön waren. Ja, ich meine, schon allein auch in den 50er Jahren. Das hat mit Sicherheit riesen Spaß gemacht. Aber da, wenn ich jetzt zurückschaue, das wäre mir zu gefährlich gewesen. Ja, definitiv. Auch 80er Jahre, ja, mit den riesen Hinterrädern und riesen Power und so stark. Ja. Aber auch da, so saugefährlich. Ja. Da sind ja jedes Jahr einige gestorben dann. Ja. Und also nee, das ist mir schon jetzt die heutige Formel 1 auf jeden Fall lieber, mit der Sicherheit und so. Daher müsste ich dann sagen, heutzutage und vielleicht sogar dieses Jahr. Vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass die Autos dieses Jahr so viel Spaß wie lange nicht mehr machen, den Fahrern. Das ist ein sehr schöner Einstieg hier nach der Sommerpause. Es ist ein historischer Tag für Mercedes, auch für das Museum. Der Nico ist bei uns heute, bringt sein Weltmeisterauto sozusagen mit. Und dieses wunderschöne Auto kommt jetzt in unsere Legendenkurve, Motorsport-Legendenkurve hier rein. Also für uns ein großer Tag. Motorsport steckt in unseren Genen. Wir sind seit über 120 Jahren im Motorsport unterwegs und vor 131 Jahren haben Gottlieb Daimler und Carl Benz das Auto erfunden. Deswegen, hier kann man im Mercedes-Museum alles erleben, die automobile Geschichte, aber auch die ganze Motorsportgeschichte. Ja, das ist ein tolles Gefühl. Das ist schon was Besonderes, wenn der amtierende Weltmeister persönlich vorbeikommt, dass der Nico sich die Zeit nimmt, dass er zu uns kommt, praktisch das Auto nach Hause bringt. Das ist was ganz Besonderes. Und ich habe dann immer so wie ein bisschen so auch Gänsehaut, wenn sowas passiert, weil da spürt man auch die Zugehörigkeit zur Marke und den Stolz darauf, dass wir eigentlich im Grunde alle Weltmeister geworden sind.